Wir werden Eltern. Ich bin schwanger. Aufregend. Ja. Hallo zu diesem neuen Vlog. Ohne große Umschweife, weil ihr habt es ja schon im Titel gelesen. Wir werden Eltern. Ich bin schwanger. Ja, mega cool, mega aufregend. Wir dachten, wir droppen das einfach mal so Cold Start in den Vlog rein, weil wir haben kein emotionales Video vorbereitet, wir haben keine Reaktionen gefilmt, wir haben nicht gefilmt, wie wir einen Test gemacht haben oder wie wir es der Familie gesagt haben oder sonst irgendwelche Späße, weil das so Momente waren, die einfach nur uns gehört haben und deswegen wollten wir es auch euch so ganz unaufgeregt mitteilen. Und zwar erst jetzt, weil wir halt auch ein bisschen gebraucht haben, um es so Freunden und Familie zu sagen. Und wir wollten es auch vielen persönlich mitteilen und so weiter. Und das hat jetzt in der aktuellen Situation einfach alles so ein bisschen gedauert. Genau. Marie ist aber auch Bescheid. 17. Woche. Ich bin in der 17. Woche. Seit heute. und es geht mir gut. Und es ging mir auch die ganze Zeit gut. Deswegen konnten wir das auch ganz gut geheim halten. Weil ich in keiner Weise beeinträchtigt war. Ab und zu war es so mittags so mal Mittagsschlaf und sowas. Wir haben immer schon gedacht, bestimmt vermutet bald irgendjemand was, wenn du so sagst, oh ja, ich bin so müde. Aber ich habe das gar nicht, ich habe das halt nicht so erzählt. Ja, und ich habe auch nicht erzählt, wenn ich mal einen Mittagsschlaf gemacht habe oder so. Wobei das jetzt auch nicht so außergewöhnlich ist, weil auch sonst nicht schwangere Menschen sich hin und wieder mal einen Mittagsschlaf gönnen. Aber mir war jetzt auch nicht schlecht. Ich hatte abends manchmal nicht so viel Appetit, aber... Ansonsten muss ich sagen, alles gut bisher. Ja, jetzt können wir dich endlich wieder ganz Körper filmen. Ja. Und langsam wird es doch ein bisschen. Langsam sieht man die Kugel. Ne? Aufregend auf jeden Fall. Also es wird eine spannende Zeit. Ja. Ein Winterbaby. Ich hoffe, ihr freut euch auch so ein bisschen, das mitzuerleben. Genau. Ja. Und ja, keine Ahnung. Das wird jetzt nicht alles hier reiner Baby-Content, aber. Ihr habt ja immer Teil an all den Themen, die uns halt aktuell beschäftigen in den Vlogs. Und das ist natürlich gerade ein ganz großes Thema neben der Hochzeit. Deshalb endlich können wir es sagen, weil uns beschäftigt halt so viel. Ja. Und dann war es immer, dass man irgendwas anderes erzählt, aber man beschäftigt sich aktuell eigentlich irgendwie mit irgendwelchen Baby-Themen oder sowas. Genau, deswegen ist es sehr schön, auch da jetzt endlich ganz offen im Vlog drüber sprechen zu können. Ja. Ich bin sehr gespannt auf die kommende Zeit. Alles, was uns noch so erwartet. Bei uns ist jetzt ein bisschen Gartentime. Der Rollrasen soll ja bald kommen und da muss noch einiges vorbereitet werden. Unter anderem jetzt noch so ein bisschen dieser Schutt rausgelesen werden aus der Erde. Also da sind noch so ein bisschen Kiesel und sowas. Das muss ich alles rausschaufeln. Ich zeige es euch einfach. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch so ein bisschen nervös aktuell immer noch, weil ja, also wir wissen es natürlich schon lange, aber... Ihr dann nicht und irgendwie fühlt sich das krass an. Ja, jetzt gehe ich in den Garten. Also das ist erstmal das Kieszeug, das muss raus und ich tue das auch hier rein, um einfach den Boden hier ein bisschen aufzufüllen. Das dient auch gleichzeitig als Drainage und dann kommt da Erde drauf und irgendwas ist hier auch noch drin, das muss ich mal gucken, wie ich das wegbekomme. Nehme ich mich mal den Bereich vor unserer Haustür an. Wollte da so ein bisschen fegen und ja, einfach so ein kleines bisschen aufräumen. Da liegt auch noch so ein bisschen Pappe rum. Solche Geschichten. Ich höre übrigens aktuell super gerne den Podcast von Hebammen Salon auf Spotify. Und hier habe ich noch einige Sachen, die ich nicht gehört habe. Und da höre ich jetzt, während ich die Gartenarbeit mache, bisschen weiter. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich da was gefunden habe, was mich angesprochen hat. Das ist ja immer so das Ding bei Hörbüchern oder Podcasts, dass man irgendwie erstmal so seinen Vibe finden muss und was einen anspricht. Und das fand ich aber eigentlich ganz cool. Und ich bin tatsächlich durch eigene Recherche drauf gestoßen, also nicht, weil ich irgendjemanden kannte oder auf Social Media gesehen habe oder so, sondern einfach, weil ich gezielt nach Podcasts auf Spotify gesucht habe.
und mich dann da so ein bisschen durchgeklickt habe und das hat mich irgendwie so am meisten gefesselt. Ach, kleine Pause. Marie hat uns einen leckeren Drink gemacht und mich gerade überrascht auf der Baustelle. Was ist das? Eine Apfel-Holunderschorle. Oh, geil. Hammer. Ah. Aber es läuft gut. Aber ist echt auch sehr aufwendig irgendwie. Hallo Fleißige. Hallo. Na, wie klappt's? Ich habe den Weg frei, damit man hier auch mal durch kann. Ja, sehr gut. Und so sieht's bei mir aus. Also eigentlich gar nicht so ein krasser Unterschied. Aber ich habe da locker 20 cm überall Schutt weggemacht. Und jetzt ist eigentlich Erde drunter. Also ja, sieht jetzt nicht so erdig aus. Aber wenn man da so ein bisschen wegpickelt, dann ist da Erde. Und hier ist auch noch Erde, die habe ich jetzt ein bisschen aufgelockert, das kann man dann schön verteilen. Und jetzt schneide ich noch die restlichen Platten hier zu. Ja, die muss ich nochmal neu machen, da habe ich mich ja ein bisschen verschnitten. Die lege ich jetzt immer hier hin und flex die dann quasi ab. Oh, ich sag's euch, das war jetzt doch ein kleines bisschen anstrengend. Da unter der Terrasse, da sah es so übel aus und wir haben da so... wilde Holunderbäume, die, weiß ich nicht, wann die gewachsen sind. Letztes Jahr waren die noch nicht da, dachte ich zumindest, weil die sind schon recht groß, also wahrscheinlich doch. Aber haben nicht geblüht oder sind uns nicht aufgefallen. Auf jeden Fall ist das eine Lausparty, das ist richtig, richtig übel. Und da musste ich mich so ein bisschen durchkämpfen. So, jetzt habe ich aber einen Haken drunter gemacht, auch meine Fingernägel wieder enterdet. Und es macht, also mir macht es voll Spaß, so im Garten was zu machen. Das ist zwar immer, finde ich, körperlich anstrengend und ich merke aktuell, dass ich halt schon so ein bisschen früher schlapp bin als vorher. Und ich so ganz langsam, merke ich so ein bisschen mit Kurzatmigkeit, aber hält sich noch voll im Rahmen. Nur, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich kann nicht so tief einatmen. Und das macht dann manchmal alles ein bisschen anstrengender. So, und jetzt... habe ich hier gerade mal Erdbeeren gewaschen. Drei Schalen sind das, die hat unsere Nachbarin uns vorbeigebracht. Die hat nämlich wohl einen Freund, der beim Foodsharing arbeitet. Und sie hat eine riesen Kiste bekommen und meinte, das kann sie nicht alles essen. Und deswegen hat sie das auch an uns verteilt, weil die wohl scheinbar nicht schön genug waren, um in den Supermarkt kommen zu können. Ich sehe jetzt die Problematik da nicht so, weil sowas hat man durchaus mal im Supermarkt. Aber gut. Wir freuen uns drüber. Denn Erdbeeren sind ein ziemlich guter Snack, finde ich. Und was noch ein ziemlich guter Snack ist, er wartet jetzt auf uns. Tada, tada, tada! So, diese Törtchen, die habe ich vorhin aus dem Gefrierfach geholt und jetzt so eine Stunde oder anderthalb auftauen lassen. Das sind potenzielle Hochzeitstörtchen, die, wo wir uns gerade so ein bisschen durchtesten. Und ich bin sehr gespannt, die jetzt zu probieren. Gestern haben wir schon eins gegessen, das war ziemlich lecker. Das sind so Raw Cakes, weil wir ja keine Hochzeitstorte wollten, sondern irgendwie so cake-mäßige Dinger. Und die sehen sehr vielversprechend aus. Und zwar ist das ihr Instagram-Profil, Nourishing Food Inside. Und Tabea hat ihr kleines Unternehmen gerade erst dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, gegründet. Und sie kommt aus Tübingen. Und hat da eben auch eine Küche angemietet und macht da so richtig leckere Raw Cakes und so kleine Törtchen eben. Ich kann das jetzt gerade, ah ja doch, man sieht, das ist jetzt was Größeres. Oder sie macht eben auch halt diese kleineren Sachen, die wir jetzt hier auch haben. Und das wollen wir auf so ein Etagere irgendwie stellen an der Hochzeit. Ich glaube, das ist richtig cool, statt Hochzeitstorte halt. Ist halt irgendwie mal was anderes und wir dachten, das passt ziemlich gut zu uns. Und süßerweise hatte sie mir eine Nachricht geschrieben und gemeint, ob wir nicht mal was probieren wollen, dass sie sich gerade selbstständig gemacht hat und so. Und dann dachte ich mir, wie wunderbar, wir sind eh auf der Suche nach jemandem, der uns da beliefern kann an der Hochzeit. Und deswegen trifft sich das ja ganz gut, weil online habe ich nicht so viel gefunden. Super viele hatten mir... Life is Better with Buttercream aus Karlsruhe vorgeschlagen. Das ist eine Arbeitskollegin von meinem Schwager. Und die hat auch die Hochzeitstorte meiner Schwester gemacht. Das heißt, die hatte ich schon auf dem Schirm. Allerdings ist das mit dieser veganen Buttercreme, mit der sie arbeitet, so ein bisschen schwierig mit dem Transport. Also das war schon bei der Hochzeit von meiner Schwester so ein bisschen herausfordernd. Obwohl das ja dann nur innerhalb von Karlsruhe transportiert werden musste, aber also im Sommer muss man gucken, keine lange Autofahrt, muss schnell wieder gekühlt werden und so.
Und dann dachten wir uns halt so, naja, von Karlsruhe in das nach Tübingen karren, ist natürlich schon auch nicht so der kürzeste Weg. Deswegen, vielleicht hätte ich ihr noch geschrieben, aber wir wollten erstmal so bei uns in der Umgebung schauen. Und deswegen trifft sich das mit Tabea jetzt ziemlich perfekt. Richtiges Neuseeland-Licht heute, gell? Mhm. So anstrengend zu gucken so, irgendwie. Der Himmel ist weiß. Ich probiere mal hier. Das ist bestimmt Blaubeere, oder? Bestimmt. Oh, lecker. Mm. Gestern waren sie, glaube ich, das noch mehr gefroren, was wir gegessen haben. Geil. Ziemlich lecker. Mega lecker. Ich glaube, das ist so eine Dattelcreme oder so. Der Boden, meinst du? Die Creme hier. Nein? Das schmeckt so ein bisschen so. Ich habe gedacht, das wäre irgendwas Kaffeemäßiges, so sah das aus. Ist es auch? Bestimmt. Schmeckt auch richtig lecker. Sollen wir mal tauschen? Ja. Die sind natürlich auch vegan. Und ich weiß jetzt nicht, ob alle glutenfrei sind, aber man kann das auf jeden Fall auch auf Wunsch glutenfrei machen. Mm. Ohne raffinierten Zucker. Mega. Das ist ja auch mega lecker. Gerade für den Sommer, für die Hochzeit fände ich sowas cool. Und die sehen auch richtig schön aus, die mit Blau, also die Fruchtdinger. Ich finde eh sowas Fruchtiges ganz gut, glaube ich. Und sie meinte, man kann es dann auch noch so schön dekorieren irgendwie. Je nachdem, was wir uns da wünschen. Hammer. Also. Große Empfehlung, falls ihr hier aus dem Raum kommt und ein bisschen was anderes sucht. Oder vielleicht auch einfach nur so für eine Feier, Geburtstag. Was auch immer man sonst so feiern kann. Mega gut. Ihre Küche hat sie im alten Casino in Tübingen. So ein früher ein großes Restaurant gewesen, direkt am Neckar vorne. Das ist wie so ein Biergarten vorne. Und da hat sie sich eingemietet, um dort halt so eine Industrieküche zu haben. Weil das ist richtig krass. Man darf das halt einfach auch nicht zu Hause machen. Mhm. Wenn man da so spezielle Küchen halt braucht, die man ganz anders hygienisch nochmal reinigen kann. So mit Edelstahl und sowas. Gerade waren wir noch einkaufen. Heute Abend kommen nämlich Jojo und ihr Freund noch vorbei. Und wir machen Burger. Und wir haben einfach so Patties geholt und Burgerbrötchen. Ich habe gesehen, bei Aldi gibt es die nämlich auch in vegan. Falls ihr das nicht wusstet und euch oder das für euch relevant ist. Was gibt's noch? Wir haben noch so eingelegte Gürkchen geholt. Und Jalapenos. Beim Griechen haben wir noch Oliven geholt. Und wir machen dazu noch so diese Kartoffelstampfgeschichte, die Alex, also Alex ist da der Experte, mit Knoblauch und Zitrone aus dem Ofen. Das ist so lecker. Und das gibt's einfach dazu. Und dann haben wir noch Karottensalat. Ist von gestern noch was übrig. Den essen wir einfach auch noch. Merkt ihr den Wind? Ich kann da nicht hier draußen sein. Ich krieg wirklich richtige Angst unter der Markise, weil ich immer Angst habe, dass sie dann bestimmt abkracht. Und Alex hält mich immer für ein bisschen paranoid, weil ich das halt auch schon bei leichten Luftzügen vermutlich denke. Aber wir haben halt diese riesen Markise, die hier ja so über die komplette Breite geht. Und dann, seht ihr, und dann bewegt sich das so, das ganze Ding. Und dann kriege ich einfach richtig Schiss. Oh Gott, ich muss schnell wieder reingehen. Das kann ich mir nicht angucken. Wir hatten gestern einen richtig schönen Abend. Ich habe mich jetzt schon ins Radgewand geworfen, weil ich gedacht habe, ich drehe eine kleine Runde mit dem Rennrad. Nicht so lang, weil wir fahren nachher noch andere Freunde besuchen nach Karlsruhe. Und deshalb kann ich jetzt nicht irgendwie 100 Kilometer fahren, was aber auch gar nicht so schlimm ist. Auch schön, dass du dann wiederkommst. Ja, gell? Ja, ich habe irgendeine Route mir rausgesucht, so knapp 50 Kilometer. Also, das ist ja ein Klacks. Das geht ja schnell. Wer? Komm mal mit. Oh, Mimo. Süß. Und was mache ich an diesem schönen Sonntagmorgen? Once again. Ich backe einen Kuchen. Weil ich mir jetzt dachte, mit diesen Erdbeeren muss man irgendwas machen. Ich habe nicht genügend Gelierzucker, um die alle einzukochen. Und wir essen sie auch nicht alle pur. Und seit gestern sind schon so die obersten verschimmelt. Die habe ich jetzt schon wieder entsorgen müssen. Also so richtig mit so weißem Schimmel dran. Das heißt irgendwie, ich weiß auch nicht, das geht auf jeden Fall schneller als sonst. In Anbetracht der Tatsache, dass sie sie erst gestern gekriegt haben und sie auch im Kühlschrank waren und so. Deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt einen Kuchen.
Ich habe auf dem Blog von Bianca Zapatka ein Rezept gefunden für einen No-Bake Strawberry Cheesecake. Mit Quark macht sie das einfach, mit Sojaquark und so Schlagsahne im Prinzip, so Schlagcreme. Und den Erdbeeren, die man püriert, das Ganze da unterhebt. Und der Boden besteht einfach nur aus Keksen mit veganer Butter oder Kokosöl, je nachdem, was man möchte. Und dann stellt man den einfach kalt und backt den halt nicht. Ich dachte mir, den können wir dann nachher mitnehmen. Ist auch immer schön, oder? Wenn man Freunde einlädt und die bringen einen Kuchen mit. Ich finde das immer gut. Jetzt hole ich noch die Butter. Und ich dachte mir, der muss halt eigentlich eine ganze Weile kalt stehen. Ich stelle den aber einfach ein bisschen ins Gefrierfach. Und dann, bevor wir gehen, ja, hole ich ihn raus, logischerweise. Ich meine dann bei meiner besten Freundin, wenn wir angekommen sind, dann tun wir ihn da einfach wieder in den Kühlschrank. Und dann können wir den heute Nachmittag essen oder so. Das hier ist das Rezept. Erdbeerkäsekuchen. Und so sieht das Ganze aus. Ich finde, das sieht ziemlich fantastisch aus. Es wird halt so eine schöne rosa Creme auf diesem Keksboden hier irgendwie. Und dann kann man das Ganze natürlich später noch mit den Erdbeeren dekorieren. Dann nehme ich die vielleicht einfach oder zumindest mal ein paar mit. Und dann können wir das dann noch draufschneiden. Ich bin mit so Blogs, Rezeptblogs manchmal ein bisschen überfordert, weil seht ihr, wie viel Werbung da einfach drin ist und irgendwelche random Sachen. Ja, da muss man sich immer erstmal zurechtfinden. Aber eigentlich brauche ich ja nur hier unten die Zutaten und so. Tada! So sieht es hier jetzt aus. Also im Rezept steht was von einer Zubereitungszeit von 10 Minuten. Das ist auf jeden Fall Quatsch. Das dauert auch einiges länger. So, aber jetzt ist die Creme da drin. Was da so ein bisschen bobbelig ist, ist der Sojaquark. Vielleicht würde ich den das nächste Mal einfach so für die Optik vorher glatt rühren, damit da nicht so Punkte drin sind. Aber ansonsten hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Ich muss da an einem Punkt einen zweiten Anlauf starten, weil ich so eine Sahne aufgeschlagen habe. Und dann war die voll schnell aufgeschlagen und dann habe ich so den Rührer abgeschleckt und wollte das alles so wegstellen. Dachte so, schmeckt ja ekelhaft. Und dann habe ich auf die Packung geguckt und gesehen, das war halt so eine Sojasahne, dass die 2018 abgelaufen ist. Und dachte ich so, oh, gut, alles in den Müll gescrapt und dann nochmal mit einem neuen Paket nochmal aufgeschlagen. Zum Glück war da sonst noch nichts drin. Also es war nur die aufgeschlagene Sahne, weil man den Quark erst danach untergerührt hat. Das wäre fatal gewesen, wenn ich das nicht noch kurz abgeschleckt hätte. Weil ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, dass das schon so lange in unserer Vorratskammer steht. Das ist dann sogar mit umgezogen, wenn ich mir das mal so überlege. Und zack, sind wir auch schon unterwegs nach Karlsruhe. Yes, meine Radtour war richtig schön. Hat richtig gut getan. Ich liebe das gerade, immer Fahrradfahren zu gehen. Mein Kopf kann ich richtig ausmachen dann. Das macht mir schon sehr viel Spaß. Wir hatten nämlich auch, oder Alex hatte sein Rennrad dabei, als wir am Lago Maggiore waren. Und da haben sie auch eine echt harte Tour gemacht. So. Zwei Touren und eine davon war einfach 1700 Höhenmeter eigentlich am Stück. So, das war krass. Das hat Alex gerade schon gesagt, die Tour hat ihn gut vorbereitet auf alles, was man hier so machen kann, ja. Irgendwie. Ja, der Kuchen sieht auch ganz gut aus. Ich habe den jetzt mal auf ein Coolpack draufgestellt, damit der hier im Auto nicht direkt wieder warm wird. Und dann packen wir den da einfach wieder in den Kühlschrank. Jetzt kommt der spannende Moment. Ob der Kuchen gleich auseinanderfällt oder bleibt, wo er bleiben soll. Ja. Ja, was ja. Sieht gut aus. So. Ich hätte es vielleicht erstmal auf einen Teller stellen sollen, oder? Machen wir mal. So, ich mache das einfach so, oder? Ja, aber ist das dann zwei pro Stück oder eine pro Stück? Zwei pro Stück? Das ist gut. Als ob das so ein schmales Stückchen ist. Ja, eben. Aber es sieht schön aus. Also, ich finde, es sieht fantastisch aus. Und jetzt hoffen wir einfach mal auch, dass er schmeckt. Und bestimmt. Das jetzt mit der neuen, guten Sahne geklappt hat. Und jetzt möchte Alex auch ein bisschen was backen. Nach meinem fantastischen Kuchen. Der war sehr lecker. Der war richtig gut. Ja, und jetzt gibt's Pizza. Den Teig habe ich nicht gemacht. Den hat der Thermomix gemacht. Ach echt? Ja. Auch praktisch. Mit unserer Unterstützung. Sehr
Jetzt machen wir den hier in so kleine Bullen, dann rollen wir ihn aus, dann kommt er auf den Pizzastein und dann auf den Grill. Und für drauf haben wir Spargel, Artischocken, Pilze, ja, Rucola aus dem Garten, Paprika, Ananas, Mais, Oliven und Kapern. Achso, und Aubergine und Zucchini, das ist gerade noch auf dem Grill. Und noch so vegane Salami-Sachen. Ihr Lieben, wir hoffen sehr, der Vlog hat euch gefallen. Auch wenn es jetzt ein wahrscheinlich sehr anderes Pregnancy-Announcement war, als man das sonst so gewohnt ist. Sondern es einfach auch ganz viel ein normaler Vlog war. Ich bin sehr aufgeregt, den jetzt hochzuladen. Und ich freue mich auch drauf, jetzt endlich euch an allem teilhaben lassen zu können und drüber zu quatschen, was schon hier einziehen durfte und was Themen sind, mit denen wir uns beschäftigt haben. Ich habe auch von Marie schon seit wir es wissen eigentlich ein werdendes Papa-Buch geschenkt bekommen. Das habe ich schon durchgelesen, sehr gut. Ja, also wir wissen seit Ende März, dass ich schwanger bin. Also schon eine ganze Weile. Ja, so und damit wünschen wir euch jetzt einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und wir freuen uns schon, euch im nächsten Vlog wieder sehen zu können. Jetzt passieren richtig viele spannende Dinge, ey. Krass, mega. Ja. Macht's gut. Tschüss.